viel Papierkram und ewige Wartezeiten. Damit soll in der Verwaltung bald Schluss sein. Deswegen werfen wir einen Blick auf das vierte Bürokratieentlastungsgesetz mit unserem Abgeordneten Benjamin Strasser. Ich bin parlamentarischer Staatssekretär und Bürokratieabbaubeauftragter der Bundesregierung. So, let's go mit Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Spezial. Die krasse Bürokratie in Deutschland hat bei vielen zu einem regelrechten Bürokratie-Burnout geführt. Die Lösung? Das vierte Bürokratieentlastungsgesetz von unserem Justizminister Marco Buschmann. Unternehmen, kreative Bürgerinnen und Bürger wollen ihre Zeit nicht mit dem Ausfüllen von unnötigen Papierkram verbringen, sondern ihre Talente und ihre ganze Kreativität entfalten. Denn das Gesetz hat ein klares Ziel. Die Reduzierung der Bürokratiebelastung auf den niedrigsten Stand seit 2012. Aber was bedeutet das in der Praxis? Für euch hat das folgende Auswirkungen. Erstens. Schriftformerfordernisse raus, Digitalisierung rein. Zweitens. Könnt ihr dann die Autozulassung und die Ausweisbeantragung online erledigen. Drittens. Müsst ihr eure Buchungsbelege für die Steuer nicht mehr so lange aufbewahren. Und vieles mehr. Und das gilt ab jetzt sofort? Diese Ideen haben wir neulich im Bundeskabinett beschlossen und bringen sie bald als Gesetzesentwurf ins Parlament ein. Dann können wir uns endlich verabschieden von